Hallo, hier spricht Manfred Mauchenbrecher und ich grüße alle Hörer von Herms Promi Corner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herms Promi Corner. Ich freue mich, dass er mal wieder zu Gast ist. Er hat auch was Neues mit dabei. Herzlich willkommen, Manfred Mauchenbrecher. Ja, grüß dich. Hallo. Manfred, eigentlich wollten wir das ja irgendwie mal persönlich machen, aber momentan durch Corona und so weiter weichen wir dann heute mal aufs Telefon aus. Wir haben jetzt so Anfang Mai, die ersten Wochen sind vorbei. Du hast deinen 70. Geburtstag gerade gefeiert oder begangen. Ein bisschen anders als geplant. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und ich hoffe, du hattest dann trotzdem einen schönen Tag mit den wichtigsten Leuten, die du an deiner Seite hattest. Ich hatte gar keine Erwartungen mehr an den Tag, weil die große Feier sollte eigentlich in Polen an der deutschen Grenze gegenüber der Oder stattfinden in so einem Kloster und das musste natürlich frühzeitig abgesagt werden. Und so war es dann doch ein Tag voller Überraschungen und voll schöner Kleinigkeiten. Wir haben uns das letzte Mal im Oktober 2017 in Eckernförde getroffen. Das ist ja nun auch schon wieder 2,5 Jahre her. Das ist wieder eine ganze Menge Zeit vergangen, wo du ganz produktiv warst. Und als erstes würde ich mal in der Zeit zurückblicken. Du hast 2019 ein Buch veröffentlicht, das heißt Grünmantel. Was war das Besondere für dich an diesem Buch, das zu schreiben? Wir haben ja so einen Zweitwohnsitz in einem kleinen Dorf in der Uckermark und mich hat seit über 10 Jahren schon gereizt, die unterschiedlichen Menschen, die da zusammenkommen, welche aus der Großstadt Berlin, die aus finanziellen oder ideologischen Gründen geflohen sind, aus der Riesenmetropole, mit der eingesessenen Landbevölkerung, mit den jungen Leuten dort, die eher nach rechts driften, das alles zusammen in so einem kleinen Nest, was da so aufeinander trifft, das mal zu beschreiben. Und ich habe eigentlich mit kurzen Texten angefangen und irgendwann den Bogen gekriegt, dass das alles zu einer großen mosaikartigen Geschichte zusammenkommen kann. Und daraus wurde dann dieser Roman. Und von den 3 Romanen, die ich bisher versucht habe, will ich mal sagen, finde ich, ist der gelungenste. Manfred, kommen wir jetzt zu deinem neuen Album Inneres Ausland. Wo siehst du vielleicht auch von der Herangehensweise den Unterschied zu dem Album davor zu Flüchtig? Ich glaube, also augenfällig ist, dass ich diesmal einen Chor hinzugezogen habe. Die Band ist die gleiche wie auf Flüchtig und auch wie auf den beiden Alben noch davor. Aber ich hatte schon lange Zeit Lust, Lieder zu schreiben, die zum Teil gemeinsam gesungen werden können und wo ein Chor eine wichtige Rolle spielt. Und die Background-Sängerin in meinen letzten 4 CD-Produktionen, Reka, ist gleichzeitig Chorleiterin und wir haben das dann frühzeitig besprochen. Sie hat diesen Chor Jazzomat mir empfohlen, den sie leitet und die Zusammenarbeit war wunderschön und so sind Lieder entstanden, die mit dem Chorsingen zu tun haben oder wo das Chorsingen total drauf passt. Mal die Gefühlslage, so wie du das Album dann fertig hattest mit allem Drum und Dran, was war da jetzt diesmal das für ein Gefühl? Das ist ja nun nicht dein erstes Werk, das wissen die meisten ja auch, aber trotzdem, wenn das dann alles fertig ist und man es veröffentlicht, wie hat sich das diesmal angefühlt für dich? Also ich hatte diesmal von Anfang an eine klarere Richtung im Kopf und war am Ende sehr zufrieden, dass dieser Plan, den ich eigentlich so still für mich behalten hatte, dass der aufgegangen ist. Ich wollte nämlich nicht, wie bei den Platten davor, dass es eine reine Bandproduktion wird, weil ich ja meistens als Solokünstler unterwegs bin und denke, dass die Sachen, die ich alleine vortrage, eine genauso große Stärke haben, wie die mit Band gespielt werden. Und ich habe sehr darauf geachtet, dass sich das in dieser Platte durchmischt. Das fängt ganz leise an und dann kommen 3 richtig heftige Bandstücke, dann wird es wieder leise und dieses Hin und Her, das wollte ich so haben und da haben manchmal Leute, denen ich das so angedeutet habe, gesagt, oh, sei vorsichtig, das ist keine gute Dramaturgie und als wir es dann alle
durchgehört haben und nach der Reihenfolge, wie sie mir vorschwebte, dann waren doch alle sehr glücklich damit. Und da war ich sehr froh, weil das war genau das der Plan, den ich vorher gehabt hatte. Manfred, ich würde dich jetzt gerne mal um vielleicht etwas anderartige Beschreibung des Albums bitten. Wenn du jetzt jemandem sagen müsstest, also der dich fragt, was ist denn das für ein neues Album, was erwartet mich da? Das ist ja so immer die gängige Frage, die man als Musiker bekommt, in welche Stilrichtung geht das und so weiter. Aber diesmal vielleicht das Album und die Songs als eine Art Haus zu beschreiben. Wie würde dieses Haus inneres Ausland für dich aussehen? Naja, das ist ein Haus von einem Menschen, der schon einiges hinter sich hat, was man dem Haus auch ansieht und der aber dem sehr wichtig ist, dass in seinem Haus Gäste empfangen werden können, der es einladend gestaltet und trotzdem seinen eigentümlichen Stil in jedem der Zimmer hat. Und wenn dieser Stil den Gästen nicht so gefällt, dann müssen sie sich damit abfinden und vielleicht sogar, wenn sie ein, zwei Tage in den Zimmern gewesen sind, was entdecken, was ihnen wieder was bedeutet. Aber das Haus ist einladend und gleichzeitig sehr selbstbestimmt und sehr vom eigenen Geschmack geprägt. Geschmack ist das richtige Stichwort. Ich habe jetzt noch, bevor wir über die Lieder selber kurz sprechen, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Und zwar, wenn man auf das Cover beziehungsweise auch auf den Aufdruck in der CD guckt und dann wird man schnell feststellen, hups, das sind ja Karikaturen in Anführungsstrichen oder so geschnitzte Holzfiguren, die dargestellt werden. Also wenn man das Cover sieht, ich weiß nicht, ob du damit repräsentieren wirst vor so einer Art Orgel oder Harmonium in so einem Holzschnitt und auf dem CD-Aufdruck ist jemand auf dem Pferd und davor dann noch eine Person, die das Pferd streichelt. Ja, man muss sich das Artwork ja überlegen, aber was hat dich inspiriert dazu, diese Art von Artwork zu nutzen? Ich bin eigentlich immer jemand, der, was die Grafik und die Gestaltung angeht, in Verlegenheit gerät, weil ich kein sehr optischer Mensch bin. Ich war aber kurz vor der Gestaltung und der Fertigstellung dieser Platte bei einem Soloauftritt in Thüringen in der Nähe von Jena in einem Tal, wo das Ehepaar Bach, Jochen und Gesa Bach seit über 40 Jahren eine Mühle und betreiben eine Art Kunstmühle. Und Jochen Bach ist ein Installationskünstler, der neben Bildern und Fotos eben ganz viel solche Figuren herstellt. Hunderte, ganze Heerscharen, die er in dem kleinen Wald, der zu seiner Mühle gehört, ausstellt. Und wenn ihm diese Figuren nicht mehr gefallen, schlägt er sie wieder kaputt und baut 100 neue. So ein Mensch ist Jochen Bach und wir sind seit Jahren befreundet. Und ich habe einen Nachtspaziergang da gemacht und einfach ein paar Fotos. Und als wir dann rumsaßen, wie soll das Cover werden, habe ich an irgendeinem Punkt, weil die Diskussion nicht so sehr tragend war, diese Fotos aus meinem iPhone rausgeholt und allen gezeigt. Und da haben alle spontan gesagt, das ist doch mal was anderes. Und diese Art, Kunst herzustellen, wie Jochen das macht, die ist meiner Lieder zu schreiben sehr, sehr ähnlich. Und wir haben auch die gleiche Art von stillem und gleichzeitig auch brachialem Humor und verstehen uns immer sehr gut, wenn wir uns sehen. Insofern denke ich, ohne das groß weiter begründen zu können, das passt zu den Songs. Was ich auch sehr außergewöhnlich fand, war, wenn man die CD aufklappt, steht auf der linken Innenseite und das Booklet rausnimmt aus der Perforation, die da vorgelegt ist, 16 Lieblingszeilen. Das sind ja 16 Songs auch, die du gemacht hast. Und da sind eben diese Lieblingszeilen. Ich habe mir mal zwei rausgesucht, gleichzeitig verbunden mit der Frage, warum du das so gemacht hast. Weil das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ich nehme jetzt mal zwei Zeilen einfach raus. Wenn man von unten schaut, dann ist man mittendrin. Und bleib lieber hier, wo weites Land sich zieht, Botschafter eines Wandels, der geschieht. Eine Auswahl aus den Zeilen zu treffen, aus den Songtexten auch, ist ja nun auch schon mal nicht so einfach. Aber was hat dich zu dieser Vorgehensweise animiert, in Anführungsstrichen? Na, ich habe mich reinversetzt in jemand, der mich gar nicht kennt und diese CD irgendwie in einem Laden sich anschaut oder
empfohlen kriegt von jemand und ehe man große Beschreibungen startet, wünsche ich mir immer von Autoren oder überhaupt Künstlern, die ich nicht kenne, irgendwas Beispielhaftes. Und so eine Zeilen sind beispielhaft. Deshalb sind ja die, die mir am meisten gefallen. Und dachte, Fremde haben da vielleicht entweder gleichen Zugang oder sagen, oh nee, das ist nichts für mich. Und dann ist die Sache klar. Lass uns mal über den ein oder anderen Song, den ich mir rausgesucht habe, sprechen. Und da fange ich mal an, Die drei Zigeuner. Das ist, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Text aus dem Jahre 1838 von Nikolaus Lenau. Wie bist du denn auf den gestoßen und was hat dich gereizt, das sozusagen musikalisch zu übersetzen? Ja, da wo wir so halb leben, in der Uckermark, gibt es ein kleines Café im Nachbarort, wo öfter Musikveranstaltungen sind. Und da spielten drei Damen aus diesem Ort, die so ein Trio haben, wo sie alte Bänkel-Songs und heimische Lieder aus der Zeit des 19. Jahrhunderts vortragen, so mit Balalaika, Gitarre und Akkordeon. Und die hatten dieses Lied gesungen und das hat mich richtig gerührt. Ich fand nur die Melodie nicht so toll. Aber habe dann zu Hause mir diesen Text angeguckt von Nikolaus Lenau, romantischer Schriftsteller, und habe sehr schnell eine eigene Melodie dazu gefunden. Und dann habe ich mich erkundigt, darf man das? Und ich habe dann gesehen, dass Hannes Wader auch schon mal dieses Lied vertont hat. Fand ich aber auch nicht so. Also ich fand meine Melodie besser, habe aber den Manager von Hannes angerufen. Das ist ein alter Freund von mir, der mich früher auch mal ein bisschen gemanagt hat. Und der hat gesagt, das ist alles frei zugänglich, da gibt's keine Copyright-Begrenzungen, das kannst du machen. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich das mal auf und warte mal ab, ob es Leute gibt, die sich über den Begriff Zigeuner beschweren. Bisher ist das noch nicht passiert. Dein langjähriger Produzent und Mitstreiter bei deinem Album ist ja Andreas Albrecht, der auch schon mal Gast in meiner Sendung war, zu seinem Solo-Projekt. Jetzt ist ein Song, den du damit draufgepackt hast, auch von ihm, nämlich Puppen. Weil das ist ja teilweise auch ein sehr direkter Song, sage ich mal. Ich finde das insgesamt, dass du viele Dinge auch sehr direkt diesmal ansprichst dabei. Aber was ist das Besondere an Puppen? Ich habe mich lange gescheut, diesen Text mit der Platte in Verbindung zu bringen. Ich hatte irgendwann das dringende Bedürfnis, mich in die Rolle von so einem eher von links kommenden, Verschwörungstheorien anhängenden Menschen reinzuversetzen, weil ich diese Leute in meinem weiteren Bekanntenkreis jetzt immer häufiger antreffe, die zum Beispiel der Überzeugung sind, wir sollen hier überfremdet werden und die Afrikaner, die zu uns kommen, die werden hierher gelockt, um die Bevölkerung auszutauschen und so Zeug. Und das kommt nicht nur von ganz Rechten, sondern auch von Leuten, die ich von früher her als sehr links verorte. Und das hat mich wirklich umgetrieben und erschreckt. Und irgendwann saß ich da und habe einen Monolog geschrieben, der noch viel länger war als das, was jetzt übrig geblieben ist, aus der Sicht so eines Menschen, um diese Belastung loszuwerden, um mich davon freizuschreiben. Und dann habe ich das Andreas gezeigt in einer gekürzten Form und habe gesagt, mir, ich habe keine Musik dazu und ich bin auch nicht sicher, ob das auf die Platte rauf soll. Und dann hat er gesagt, ich probiere da mal was und kam dann mit diesem Rap-artigen, modernistischen Rhythmusgefüge an und dann haben wir da ganz, war ich begeistert davon und dann haben wir da richtig so rumgebastelt, dass die Teile schön aufeinander passen, dass wenn von Afrikanern die Rede ist, ganz hinten leise so eine afrikanische Groove-Musik aufklingt und all solche Sachen. Und mittlerweile finde ich, das ist eine der interessantesten Nummern auf der ganzen CD. Jetzt habe ich noch einen Begriff, den ich so eigentlich auch nicht kannte oder mir irgendwie so bewusst nie untergekommen ist, Schüttmulde.
Da muss eine Schüttmulde her. Das ist sozusagen der durchgängige Gesatz, der nach jeder Strophe kommt. Aber auch da ist, wenn man das so das liest, Kirmes platzt der Ängste, der Junge an den Scootern ist pechschwarz, das Eismädel hat Schlitzaugen, der Blumenmann stinkt nach Harz. Also ja auch wieder sehr konkrete Ansagen und Aussagen, die du dort tätigst. Aber der Begriff Schüttmulde, den musst du mir doch nochmal näher erläutern, wo du den her hast und was er dann jetzt auch in dem Zusammenhang mit diesem Song bedeutet. Ja, so viel kann ich da gar nicht erläutern. Das ist eigentlich wirklich mehr ein Spiel. Es war tatsächlich so, dass wir sind spazieren gegangen, Christiane und ich, also meine Frau und ich, und wir waren in Bremerhaven auf dem Weg nach Helgoland mit der Fähre und jemand im Vorbeigehen sagte, ich könnte gut mal eine Schüttmulde gebrauchen. Und Christiane ist das auf, also die hat sich den Satz, hat den mir gleich weitergesagt und ich habe da in dem Moment schon gedacht, boah, da mache ich mal was draus. Und genau so schildere ich ja, so ist ja der Einstieg in das Lied eigentlich jetzt auch. Und Schüttmulden sind halt große Abfallkübel, bewegliche. Und mehr weiß ich darüber auch nicht. Ich bin kein Bauspezialist, aber ich habe das für allen möglichen Abfall, den es so gibt, bis hin am Ende dann zu meinem Gedankenabfall immer wieder benutzt und ziemlich unbedenklich, einfach als Spaß. Hatte ich es vorhin schon mal angedeutet, du hast es ja auch erzählt, dass du mit Choren gearbeitet hast diesmal und deswegen, es gibt ja auch einen Song, der so heißt und genau deswegen würde ich ganz gerne mal den Zusammenhang von dir gerne hergestellt haben. Der Song, der Chor dazu. Der letzte Satz, der schönste Platz, den ich auf Erden fand, waren unsere Spuren in dem heißen Sand. War das relativ klar, wie du den Song gemacht hast, dass das so auch mit Chor und allem drum und dran sein muss dann? Der Song selber ist ein bisschen älter und als ich die Idee hatte zu der Platte, dass da auf jeden Fall ein Chor dabei sein soll, habe ich diesen älteren Song nochmal heftig umgearbeitet und zu dem gemacht, wie er jetzt ist. Also erstmal in den drei Strophen, wo der Chor, die Chormitglieder vorgestellt werden, das ist ja jetzt relativ modern mit den ganzen Verkehrsmitteln und mit den ökologischen Fußabdrücken und all dem. Das kam in der alten Version, die 20 Jahre alt war, nicht vor und das habe ich da reingebaut. Und die Schlusschöre, was der Chor dann singt, habe ich auch so ein bisschen verändert. Ich hatte da vorher als Ende dieses Zitat eines anderen Liedes, der schönste Platz, den ich auf Erden habe, ist die Rasenbank am Elterngrab. Und das wäre erstens urheberrechtlich bedenklich gewesen, weil das hat jemand sich ausgedacht und komponiert, der Rechte darauf hat. Und das wollte ich, dem wollte ich aus dem Weg gehen, dass ich da in ein anderes Gebiet reinkomme. Und außerdem war mir jetzt 20 Jahre später dieses Ende auch ein bisschen zu traurig. Manfred, jetzt müssen wir noch über eine andere Geschichte sprechen, die du jetzt seit ein paar Wochen machst, wie viele andere Künstler natürlich auch. Du nennst das Online-Wohnzimmerkonzerte. Das ist nämlich bei dir zu Hause. Was hat dich an diese Idee gereizt und an der Umsetzung? Ich glaube, du hast jetzt 6 oder 7 davon gemacht. Ja, das ist ja, du spielst da ja alleine. Trotzdem ist ja zumindest chatmäßig das Publikum dabei. Du bist es ja sonst eher gewohnt, dass da ein paar Leute vor dir sitzen, wenn du Klavier spielst. Und jetzt ist es halt, du bist alleine da. Das ist wahrscheinlich auch nicht so ungewöhnlich, wenn man selber Sachen komponiert und schreibt. Aber trotzdem jetzt mit dieser Online-Übertragung und den Reaktionen darauf, wie ist denn diese Form jetzt so gefühlsmäßig auch für dich? Ja, das ist schon was Merkwürdiges. Also die Idee hatte eigentlich Christiane, die auch technisch da viel versierter ist als ich, dass man die gereizt hat, das mal zu probieren, ob das überhaupt geht und was man alles dafür braucht und so. Und dann haben wir das einmal gemacht, das war vor 6 Wochen, dann haben wir das einmal gemacht und dann hat sich rausgestellt, die Reaktionen waren ziemlich gut. Die haben ganz viele Leute zurückgeschrieben und oh, mach das doch bitte weiter. Und dann haben wir uns überlegt, da ich ja eh jetzt nicht auftreten kann, regelmäßiger Termin, einmal die Woche. Und ich muss sagen, also eigentlich ist die Zuhörgemeinde kontinuierlich angewachsen. Und für mich ist es, ich habe dann angefangen, habe mir als Regel gesetzt,
möglichst wenig zu wiederholen und alte Lieder auszugraben und nach Wünschen zu fragen und dann diese Wünsche, wenn die geäußert werden, auch ernst zu nehmen. Und bin jetzt mittendrin eigentlich dabei, über 100 Lieder habe ich schon gespielt und will eigentlich mein ganzes, doch ziemlich großes Repertoire dadurch auffrischen. Und dann irgendwann tatsächlich übernächstes Jahr mal ein Programm machen, mein eigenes Best-of, was überhaupt nichts damit zu tun hat, welche Lieder von mir vielleicht nach außen die bekanntesten sind, sondern was ich am liebsten habe. Und das wird, glaube ich, ein ziemlich abgefahrenes Programm dann sein. Ja, also von daher, ich bin sehr gespannt, ob es dann diese Art von Best-of-Album gibt. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, mal so den Blickwinkel des Künstlers dabei zu sehen. Du hast auch damit schon ein bisschen meine nächste Frage vorweggenommen. Und zwar wollte ich dich fragen, was für Projekte anstehen. Eins hast du damit so ja schon mal angedeutet, was kommen könnte. Aber blicken wir jetzt mal hoffentlich über die Corona-Zeit hinaus, mal vielleicht in den Herbst oder auch in 2021. Möchtest du viele Konzerte versuchen nachzuholen oder wie ist da so dein Gedankengang, wie es dann zukünftig weitergeht? Auf jeden Fall möchte ich, dass diese Platte Inneres Ausland, die ja jetzt nur die Chance hatte, von mir übers Internet vorgestellt zu werden oder durch Radio, dass die auch live noch bekannt gemacht wird. Insofern bin ich dabei, alle möglichen Termine zu verlegen. Das klappt auch ganz gut. Und wenn es im Herbst wieder losgehen sollte, ist dafür gesorgt, dass ich viel auftrete und ab nächsten Februar bis zum Sommer 21 auch. Und was danach kommt, weiß ich noch nicht genau, aber dann wird dieses eben angesprochene Best-of dann irgendwann greifen. Gut, also gucken wir alle mal genauer und können wir die Hörerschaft nur dazu animieren, regelmäßig bei dir auf die Homepage zu gucken, wenn es dann endlich wieder losgeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dass wir uns dann mal wieder live sehen und dann persönlich nochmal darüber sprechen. Erstmal herzlichen Dank für das Gespräch. Manfred Maurenbrecher, schönen Grüß nach Berlin. Ja, ich danke dir auch, Herr.